Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Kuschelfuchs und wir werden jetzt kleine süße Dinger fangen. Ob ich das auch kann, bitte? Und dann würde ich sagen, I can. Ein Meditationspunkt. Das höre ich doch gerne. Südliches Gebiet, Meditationspunkt. Wir haben auch 2 Punkte. Das ist gut. Das heißt, wir können Fähigkeiten benutzen. Macht, Lichtschwerter. Ich bin ja immer noch für Überleben, ne? Einfach weil ich auch so hart, dumm mich manchmal anstelle und... Erstmal mehr Leben. Successful, erstmal die Primary-Dinger, die gehen. Zusätzlich Leben ist auch nice. Guck mal, also, ne? Ich weiß nicht, aber das ist auf jeden Fall das nächste und... Halte B, um Nahkampfangriffen auszuweichen. Blockanzeige führt sich schneller. Schauen wir uns mal die nächsten Punkte an, wenn sie da sind. Die sammeln sich ja schon relativ gut. Wir sollten in Bewegung bleiben, Kumpel. Aber warum konnte ich das da? Was ist eigentlich auf der anderen Seite? Das weiß ich nicht. Ja, folgen wir den kleinen Viechern erstmal. Hübsch hier. Kennen wir uns nicht? Ja, ist niedlich. Mix aus Katze und Hasen. Zumindest fühlt er sich an. Oh. Kein schlechter Tapetenwechsel. Grease müsste hier irgendwo wohnen. Nice. Oh, ist wirklich eine hübsche Landkarte. Sieh dir das an. Netter Ausblick, oder? Voll. Ist dein Schiff in der Baggerschlucht abgestürzt? Ja, wir hatten ein paar technische Probleme. Und die Bedlam Raider schon getroffen? Direkt nach der Landung greifen sie an. Schön, dass es dir gut geht. Was hat euch hierher verschlagen? Einen alten Freund besuchen. Grease Riders? Grease? Na klar kenne ich den. Mir gehört der Stall im Dorf. Ich bin übrigens Mosey. Hi Mosey. Ich bin Cal. Das ist BD1. Du bist ja ein süßer Droide. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Mein Droide. Finde ich auch. Schau, ab hier ist der Weg frei. Es sollte keinen Ärger geben. Außer du suchst danach. Ach, und wenn du da bist, grüßt Oma Dendra. Sie steht nicht so auf Reisende. Ah, versteh schon. Danke für den Tipp, der Cape macht's schon irgendwie. I like. Ich glaube, wir werden Cape beibehalten. Ist auch besser für BD1. You know? Bannam Raiders. Eine nice Location. Ich kann zwar hier immer noch nicht viel anfangen, aber... Hier muss ich mal nachher checken, ob ich doch noch irgendwas habe zum Aufsprengen. Oder ich brauche mehr Macht. Auch das könnte möglich sein, um etwas rauszuziehen, you know? Wie Yoda den X-Falken. Den X-Wing. Damals. Kann ich nicht scannen, weil nobody know. Die Mucke hat so ein bisschen was von Red Dead Redemption gerade.
If you know what I mean, so. Feeling ist schon hart danach. Samen. Wir sollten einen Ort finden, um sie einzupflanzen. Ich kann sonst Hans und Franz kennen, ne? Aber jetzt gerade so. Nö. Excuse me. Nein. Die bekommen hier gar nichts. So, wer seid ihr denn hier? Kann man mit euch reden? Ich hatte nicht erwartet, dich so schnell wiederzusehen. Ich wollte mir mal den Stall ansehen. Das hier ist er nicht. Ich kümmere mich hier nur um Brutus. Brutus? Er ist ein Neko. Der Stall ist unten im Ort. Wenn du ein Tier gesattelt haben willst, komm vorbei. Das werde ich mir merken, Morsi. Danke. Wie sind Boglinge auf Kobau gelandet? Das haben wir Grease zu verdanken. Er hat sie zufällig eingeschleppt. Zumindest habe ich das gehört. Die Raiders töten sie in Massen. Ich hab's gesehen. Warum sollte jemand einen Bogling töten? Ganz genau. Du kannst sie nicht essen, du kannst sie nicht häuten, nicht mal mit ihnen handeln. Einer der Bosse der Bedlam Raiders hat sie zum Spaß abgeschossen. Ach. Wo ist dieser Kerl jetzt? Keine Sorge. Widerlicher Sack. Ich hab mich schon darum gekümmert. Schön. Oh. Okay. Sieh dir das mal an. Was bist du denn? Schlinger? Mhm. Mhm. Habe ich hier überhaupt irgendwas? Ah ja, ich kann hier oben lang. Das sag ich doch nicht nein. Kann ich mit der roten Pflanze was anfangen? Nö, aber hier oben habe ich was. Okay. Auch good to go, nehme ich. Vollbart. Hm. Sehe mich schon mit Vollbart. Ihr scheint unentdecktes Gebiet. Unentdecktes Gebiet. Ja. Ich frage für einen Freund, aber warum ist hier ein Verus-Adaptor rot angemalt? Niemand weiß es. Okay. Möchte ich jetzt ein Vollbart? Ich möchte jetzt ein Vollbart, oder? Wir möchten jetzt ein Vollbart. Ich sehe Fokuhila nicht, aber wait, why not? Wir sind auf jeden Fall der... Wenn es nicht so funny wäre. Es war schon in den 80ern out. Aber es sieht aber auch grafisch gut aus, ey. Oh, diese kleinen Wasserlagunen da. Schon schön gemacht. Repost. Repost. Samen, ohne einen Garten kann ich damit nichts anfangen. Das ist mir schon aufgefallen, dass ich damit da nicht viel anfangen kann. Was denn für später Weg? Wasserfall. Wasserfall sind immer Secrets, Leute. You know it, I know it. Everybody know it. Okay, ich bin enttäuscht. Na, guck mal hier. Hier, da. Steht da für irgendwas?
muss doch für irgendwas stehen. Schön. Schon wieder so 1000 Wege hier gefunden, ne? Ich habe keine Ahnung, was das für Viecher sind. Bramlik? Die sehen aus wie Kratos. Nicht sonderlich aggressiv, aber die Berührung ist schmerzhaft. Oh, Scheiße, die sehen 1:1 aus wie Kratos. Wer kennt die noch? So ein Horror-Ding aus Ende der 80er, glaube ich, ey. Okay. Na dann. Bunny? Das Gebiet ist schon schön. Oh mein Gott. So eine riesen Donnerkuppel. Okay, ich habe den ganzen Way to Go für das Ding hier gemacht, hoffentlich. Gut, da war der Repost aber richtig in der Sekunde drin. Ich habe den erst gar nicht gesehen, die Viecher. Eine Lackierung, nein. Gibt es hier noch irgendwie einen weiteren Weg? Ne, ich habe jetzt hier Shortcut wahrscheinlich, um da runter zu kommen. Ja, ja. Also, naja, diese Kennzeichnung an der Seite war für irgendetwas. Aha. Ja, um dich kümmere ich mich gleich noch. Keine Sorge. Erstmal. Hier ist schon wieder. Seht ihr das? Dieses rote Ding. Ich check das gleich mal aus. Irgendwo für. Jetzt, wenn hier oben ein Vogel wäre, den ich nicht sehe. Hier scheint nochmal ein Echo zu sein. Was ist das? Er hat noch. Sieh dir den kleinen Kerl an. Stell dir vor, dir würde etwas, das so flauschig ist, Angst machen. Wie vernarrt. Scheint ein Nest von denen zu sein. Immer hey, Machtkristall, nice. Immer damit, brauche ich. Ein dickes Lied. Mir macht es immer gut. Oder Leben, ich nehme beides. Bin da nicht so. Oh, ich habe einen Fähigkeitspunkt erhalten. Füllt ihr auf? So, was mich hier interessiert, ist dieses große Rote jetzt hier oben. Ich kann aber von hier sehr weit schauen und scannen, ne? Also hey, mal ohne Scheiß. Planetenbau und so, also hier das... Das sind jetzt gerade die Vögel, die hier lang gezogen sind? Nee, oder? So,
Das ist ein Raider. Da ist ein Druide. Eine Rollmine. Ach, guck mal. Sehe ich zwar nicht, aber schön, dass sie mir angezeigt wird. Ich kann nichts mehr anfangen. Okay. Aber wo ist der hingegangen? Muss ich da gleich nochmal wieder rüber? Also ja, wir untersuchen jetzt hier natürlich den Weg einmal. Einmal, weil mich das hier interessiert und ich wüsste mir, welche Wege ich hätte noch gehen können. Um zu schauen, was da noch so war. Also wir sind ja hier oben drüber die ganze Zeit gereist. Ist der Dino jetzt da oben? Ich meine, wo sollte er sonst sein? Was gäbe es einen Grund, das hier sonst zu basteln, wenn der Dino jetzt nicht hier oben wäre? Genau. Irgendwie macht das sonst wenig Sinn. Also checken wir das mal aus. Ich habe nicht gesehen, wo er sonst lang geht. Ne, ist doch nicht hier lang gegangen. Okay. Ich habe halt nicht gesehen, wo er sich verzogen hat. Gut. Macht die Sache für mich leichter. Was hätten wir hier noch Schönes gehabt? Hier ist auch schon wieder so ein Marker. Wofür sind die Marker? Was für Möglichkeiten habe ich hier noch? Aha. Ah,
ist gut gemacht, so ist es nicht, aber ich will schon alles wissen, Leute. Bevor ich mich in ein riesiges Gebiet gehe, weil die Karte ist schon groß. Guckt euch das an. So, hier. Da unten war ich noch nicht mal. Ich war jetzt bisher im oberen. Und was dieses Rote mit den Vögeln zu tun hat, noch keine Ahnung. Plus, dass ich hier ja anscheinend auch noch was habe, ein ungedecktes Gebiet. Ja, in der nächsten Folge, ne? Macht's gut, euer Sly. Ciao.